Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Heimsuchung der Toten anzunehmen bei Bosambi in Nazmir. An dieser Position bin hier in seinem Tempel oder was das ist. Da man für die Quest Elch hinauslaufen muss, seht ihr gleich auf den Eingang. Solltet ihr was vergessen haben, was hineingeht, kann ja mal sein. Nach Zubal. Muss noch jede Menge Seelen sammeln, bevor ich meine Schuld abbezahlen kann. Darf bei dieser Quest Macht's nun gut. Zwei Mobs töten. Die Kriegsfürstin Malaija und die Hexenpriesterin Izeja. Und irgendwie so. Auf jeden Fall befindet sich ein Mob links und ein Mob rechts. Ich fange auf der linken Seite an. Ihr wisst auch schon, Kriegsfürstin Malaija. Greif sie einfach mal an, mal schauen, was passiert. Schon bald wird ihm auch der Töricht über uns Sandi dienen. Hat anscheinend keine Casts. Ist ja eine Kriegsfürstin. Ah, Kriegsschrei. Hätte man den unterbrechen sollen? Ah. Wie man sieht, macht sie jetzt ein bisschen mehr Schaden. Also achtet mal drauf, den Kriegsschrei zu unterbrechen. Falls es geht, weiß ich gar nicht. Das ist noch nicht das Ende. Und vielleicht den Mob vor dem Pool des der Kriegsfürstin töten, weil der redet. Man hätte es ja auch ein bisschen hineinziehen können, aber egal. Nummer 1 abgehakt, weiter geht's. Laufen nun zur anderen Seite. Hat's geruckelt? Gefällt mir nicht. Gewiss auch schon die Hexenpriesterin, die Izeja oder so. Ich hätte zuerst diesen Mob hier. So. Ich befinde mich nun an dieser Position. Erstmal die anderen Mobs kaputt machen. Und sobald die Mobs tot sind, um sie, wird sie aktiv. Kastet ein paar Schattenblitze. Ich unterbreche mal einen. Da laufe ich hinaus. Sollte sie es nochmal machen, bleibe ich drin, damit man sieht, wie viel Schaden das macht. Aber ich glaube, na, sie macht nichts mehr. Quest ist bereit zur Abgabe. Darf nun wieder in diesen Tempel laufen von Bosambi. Ich glaube, dass es sein Tempel ist. So, hallo, Quest ist abzugeben hallo. Bei Bosambi Wollt in Nazmir an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.